Einen Eurobike Gold Award holte sich das E-Bike ST2 Sport von Stroma. Auch wegen der neuen digitalen Integration in eine eigene Cloud-Lösung samt Smartphone-Steuerung. Ich kann über eine Handy-App Informationen abrufen, wie Ladezustand vom Fahrrad, wo das Fahrrad sich gerade befindet. Kann aber auch Kommandos schicken, wenn mir das Bike geklaut wurde, dass ich das sperre, dass das unbrauchbar ist für den Dieb. Einerseits haben wir das ST2 gebaut mit der App dazu, aber natürlich auch im Hintergrund eine Cloud, die Omni heißt, die dem Händler dann erlaubt, auch mehr Informationen zu einem Fahrrad abzurufen. Er kann sehen, wie weit ein Rad gefahren ist seit dem letzten Service und wann das der nächste Service auch fällig wird. Stark im Trend sind Fatbikes, also Mountainbikes mit extrem großen Reifen, die noch mehr Fahrspaß bieten sollen. Bionix zeigt dazu das Conceptbike Nightcrawler, ein Fatbike mit dem drehmomentstarken Bionix D-Series Motor. Das Modell erhielt einen Eurobike Award. Diese Jacke namens Sharp hat einen Eurobike Gold Award bekommen. Die Jacke hat Funktionen, die das Fell beim Schaf erfüllt. Allerdings ist das Außenmaterial ein synthetisches Schafsfell namens Technowool, das vor Wind und Nässe schützt. Eine echte Schafschuhfüllung hält von innen warm. Fahrräder von Frauen für Frauen und das unter einem eigenen Label. Dies hat Giant nun mit der Marke Leaf umgesetzt. Das heißt, im gesamten Prozess der Entwicklung waren nur Frauen beteiligt. Warum? Weil man genau herausfinden wollte, was sind die Bedürfnisse der Frau, und die wurden komplett 1:1 umgesetzt. Man hat die Komponenten zum Beispiel speziell entwickelt für die Frau. Diese Frau hat zum Beispiel nicht so lange Finger wie der Mann. Der Rahmen, die Geometrie vom Rahmen, wie aufrecht man sitzt, alles komplett neu gemacht mit Liv. Und das sind jetzt zum Beispiel die ersten zwei Modelle, das Lust und das Intrigue. Zwei Modelle, die also wirklich auf die Bedürfnisse der Frau beim Fahren komplett eingehen. Österreichs Hersteller KTM Fahrrad GmbH holte mit dem Crossbike KTM Life Lontano einen Eurobike Award, weil laut Jury das Modell sehr kompromisslos alles verpackt, was für die große Weltreise mit dem Fahrrad wichtig ist. Interessante weitere KTM-Neuheit ist das Elektro-Mountainbike Machina Mini Mi 24, das für Kinder entwickelt wurde. Auch Designer beschäftigen sich zunehmend mit der Fahrradwelt, auch mit E-Bikes. Philipp Stark hat gemeinsam mit dem französischen Hersteller Mustache nun vier ungewöhnliche E-Fahrräder designt. It's a new world. E-Bike will be a world success with people who don't come from bike, but who will come from the cars, from motorcycles, from scooters, because like me, they will see finally it's more convenient than cars, motorcycles and scooters. That's why there is strangely everything to invent. We start.